es ist unser Gehirn. Und dieses Wunder wird jetzt in der nächsten Aufgabe eine große Rolle spielen. Wir denken, wir fühlen, wir handeln, weil wir dieses Gehirn haben. Und dazu gibt es gleich eine spannende Frage. Das Gehirn eines 80 Kilogramm schweren Menschen bringt gerade mal 1,3 Kilogramm auf die Waage. Ein echtes Leichtgewicht also, mit faszinierenden Eigenschaften. Doch obwohl es nur ein ganz kleiner Teil des menschlichen Körpers ist, kann das Gehirn enorme Mengen an Informationen speichern. Umgerechnet über 500.000 Film-DVDs. Dabei ist das Gehirn ein richtiger Energiefresser. Funktioniert es reibungslos, verbraucht es täglich etwa 130 Gramm Traubenzucker. Etwa so viel wie in 60 Äpfeln enthalten sind. Diese Energie wird genutzt, um den gesamten Körper zu kontrollieren. 639 Muskeln steuert das Gehirn und damit jede willentliche Bewegung des Menschen. Es sendet Befehle, die der Körper umsetzt. Durch hochmoderne Entwicklungen kann das Gehirn schon heute technische Geräte ohne Hilfe nur durch Kraft der Gedanken steuern. Das ist also das Thema. Was kann unser Gehirn alleine durch Kraft der Gedanken steuern? Und ich gebe euch die Alternativen. Nur durch Abtasten der Gehirnströme kann man schon heute A. ein Phantombild zeichnen, B. ein Stück auf dem Klavier spielen oder C. ein Auto steuern. Nur durch Abtasten der Gehirnströme kann man schon heute Phantombild zeichnen, Klavier spielen oder ein Auto steuern. Drückt bitte eure Antwort ein. Die Antworten sind abgegeben und ich will mal hier keine Prognose wagen. Wir gucken uns das Ganze jetzt in Ruhe an, denn Ranga ist extra vor die Halle gegangen und dort findet das Experiment statt. Klavier spielen oder ein Phantombild zeichnen, das ist sehr komplex. Damit sind die Gedanken, wenn man so will, noch überfordert. Aber mit Gedanken kann man etwas, nämlich dieses Auto hier steuern, eine Entwicklung der FU Berlin. Das Projekt heißt Autonomas und auffällig zuerst einmal hier vorne sitzt kein Fahrer drin. Nein, der sitzt hinten. Herzlich willkommen, Henrik Matzke. Hallo. Hier gibt es kein Lenkrad. Doch, das Lenkrad gibt es, aber das wird vom Computer gesteuert. Das wird vom Computer gesteuert und zwar über die Kraft deiner Gedanken. Das ist richtig, ja. Wie funktioniert das Ganze technisch? Ich habe ein Headset auf mit EEG-Sensoren und die messen die Spannungsdifferenzen. Und wenn es Unterschiede gibt, werden die an den Computer weitergeleitet und können als Muster wiedererkannt werden. Also kann ich das Fahrzeug steuern. Und du hast einen Laptop auf dem Schoß? Ja, auf diesem Laptop sieht man, meine Gedanken werden halt wiedergespiegelt und ich kann halt durch diese Visualisierung die Kontrolle besser behalten. Und der rote Knopf? Das ist der Notknopf. Das ist der Notausknopf, wenn die Gedanken einen verlassen. Richtig. Okay, und du musst jetzt nur nachdenken, links und rechts. Alles andere macht das Auto autonom. Das ist richtig. Okay. Wir fahren jetzt auf die Testfläche und dann geht's los. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob der Notaus betätigt wird oder nicht. Ja. So, wir haben hier einen Parcours. Ich mache mich auf den Weg und ja, jetzt sind wir alle gespannt, ob er tatsächlich durch Denken lenken kann. So, das erste Hindernis sieht man, das ist die Ampel, also das Auto reagiert intelligent darauf. So, der Wagen hat die Ampel erkannt. Jetzt biegt er ein. Und neben mir sitzt der Mann, der das mitentwickelt hat, wenn man so will. Das ist die fahrende Doktorarbeit von Tinoš Ganije. Bevor man das Auto fahren darf, muss es trainiert werden. Also dein Kollege hat eine Art Session hinter sich. Erklär uns das. Richtig, also der Computer muss natürlich erstmal die Gedanken von Henrik verstehen. Dazu misst die Gehirnkappe seine Gehirnaktivität und erkennt darin gewisse Muster. Das heißt, wenn Henrik nach rechts denkt, merkt sich der Computer diese Muster und kann diese auch später abrufen. Okay, das wird trainiert. Wie lange dauert das? Circa 20 Minuten, danach sollte man fahren können. Tinoš, ich werde jetzt viermal würfeln und gebe dir dann das Kommando. Es beginnt mit links. Henrik, es geht los und du fährst als erstes nach links, bitte. Und jetzt bitte links. Ich fahre links, bitte.
Jetzt bitte rechts. Und rechts bitte. Noch einmal bitte rechts. Und noch einmal rechts. Kann man sich vorstellen, dass in Zukunft, das funktioniert ja doch sehr beeindruckend, in Zukunft Autofahrer das Auto wirklich nur noch mit Gedanken lenken? Also nur noch mit Gedanken ist, glaube ich, ein bisschen sicherheitskritisch, aber daher nimmt einem der Computer ganz viele Funktionen ab. Zum Beispiel die Sicherheitsfunktion, weil mit Hilfe von Sensoren kann man auf andere Verkehrsteilnehmer recht gut reagieren und Gefahrenbremsung, Überholmanöver etc. einleiten. Und was man auf jeden Fall gesehen hat, für komplexe Dinge, da funktioniert das noch nicht. Also ob das Klavierspielen oder eben ein Phantombild zeichnen ist. Aber für einfache Anwendungen kann man im Grunde genommen mit den Gedanken etwas steuern. Das ist deine Doktorarbeit. Wir drücken dir die Daumen, sagen nochmal Dankeschön. Und für euch heißt es Antwort C. Ist korrekt. Ein strahlendes Panel hier auf dem Sofa. Alle haben es richtig gemacht. Es gab überhaupt keine Zweifel, das sah so aus, als sei das ganz spontan gekommen. Wäre das für dich, Bernd, eine Zukunftsaussicht, hinten im Auto drin zu sitzen und das Auto macht, was du willst? Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber Autofahren macht auch Spaß, ja. Und ich bin jetzt schon mittlerweile, wenn ich mir überlege, ich habe so eine Maschine im Auto, die hält den Abstand gleich und vor mir bremst der Mann, bremst mein Auto auch. Da denke ich auch manchmal, ich könnte mich auf den Rücksitz setzen, aber ein bisschen Autofahren selber machen ist auch schön. Die Kommandos eben hießen links und rechts. Und jetzt kommen gleich die Kommandos Sitz und Platz. Was ist damit gemeint? Wuff! Richtig.